Hallo und willkommen zu einer Runde Pickups. In der letzten Zeit hat sich wieder eine ganze Menge coolen Zeug angesammelt und das zeige ich euch jetzt. Ja, es sammelt sich eine ganze Menge an. Wir haben ja eigentlich eine ganze Menge so zugelegt so mit der Zeit von Toys, Büchern und so weiter. Games wird wieder separat sein, das ist ein eigenes Video. Aber ja, es hat sich so ein bisschen angesammelt. Man darf aber nicht vergessen, dass es jetzt, was ich euch zeige, ist so im Rahmen etwas über 2 Monate. Und manchmal muss man auch ein bisschen sehen, mal ist was bestellt worden, schon vor längerer Zeit und ist jetzt erst angekommen. Deswegen kann ich euch das jetzt erst zeigen. Es gab einige Sachen, gerade von dem, was ich jetzt gleich zeige, Lego, was mein Bruder schon vor einem halben Jahr bestellt hat und jetzt aber erst angekommen ist. Somit ist das natürlich auch was Aktuelles. So, und eine Sache, glaube ich, hat er vor einem Jahr bestellt, die jetzt angekommen ist. Naja, wie dem auch sei, ich zeige euch Lego als allererstes. Und zwar ein Teil von dem Lego, was gekauft wurde, ist vom Lego Store, also direkt online bestellt worden. Und ein Teil ist, glaube ich, über Amazon. Das war dann auch ein bisschen herabgesetzt. Also wir haben dann nicht immer die vollen Preise bezahlt. Aber es sind so die normalen Preise, deswegen da brauche ich jetzt ja gar nicht drauf eingehen. Ja, das erste, was ich euch zeige, ist von Star Wars. Mein Bruder hat dieses coole Set hier von The Mandalorian, Staffel 3. Sich zugelegt, richtig cool, der TIE Fighter, Interceptor und der, was ist das überhaupt, der Mandalorianische Jäger, also richtig cool, auch hier mit richtig schönen Figuren, also richtig cool, auch hier auf der Rückseite, kann man sehen, sieht richtig gut aus, ein richtig schönes Set, muss ich ganz ehrlich sagen. Passend dazu, ich zeige jetzt ein kleineres Set dazu, was auch war, dieser Mandalorianische, oder nicht, die Mandalorianer haben ja auch gegen die Piraten gekämpft und hier haben wir dieses Piraten-Abfangjägerschiff, auch richtig cool. Leg's erstmal dahin. Ja, und dann kam noch von Star Wars, jetzt geht's weiter mit den Tierrahmen Star Wars. Ich gehe gleich rüber, was soll ich noch dazu sagen? Star Wars hat uns ja, begleitet und zwar haben wir einmal hier dieses Diorama-Set, der Throne Room. Das ist richtig genial. Und mit Darth Vader, Imperator und Luke. Auch hier noch richtig schön zu sehen. Absolut cool. Ja, diese Diorama-Szenen, die sehen wirklich klasse gelungen aus. Macht auch sehr viel Spaß anzugucken und ja, die werden auch gebaut. Genau. Genauso wie dieses Set, das ist jetzt ein bisschen kleineres, aber auch absolut kultige Szene. Die Endor Speeder Chase Szene von Lego. Auch richtig cool, man kann hier auch die Szene aufbauen, wo Luke sozusagen gegen ihn kämpft, gegen den Scout und so. Es gibt sozusagen 2 Diorama-Möglichkeiten. Oder eben halt wie Leia und Luke auf dem Speederbike sind. Also ich finde es gar nicht so schlecht, es ist eine coole Idee. Und das macht sich auch richtig gut. Ja, ich baue das mal da oben ein bisschen auf, weil der Tisch wird wieder voll. Ja, so, das war's auch schon mit Lego Star Wars. Was geht besser als Lego Indiana Jones? Ja, das ist ja jetzt der neue Kinofilm draußen, aber die neuen Sets vom neuen Lego Kinofilm sind jetzt nicht so interessant. Aber wie soll es anders sein? Das ja, sollte in die Sammlung. Der Tempel vom Indiana Jones Raiders of the Lost Ark oder Jägers verlorenen Schatz ist richtig toll. Auch richtig schön mit Figuren, mit Sabido und Indy und dem Idol. Richtig cool. Das musste auch sein. Ihr seht, der Tisch ist allein von Lego schon fast voll. Ja, also wie gesagt, das ist ein richtig schönes Set. Auch ein Update eines Sets, was es schon mal gab. Das allererste ist ja vor 10 Jahren erschienen. Fand ich gar nicht so schlecht, aber jo. Das ist eigentlich einfach nur kultig. Welches Set ich aber noch besser gefunden habe, und das habe ich auch mir zugelegt, ist dieses Set neu. Vater und Sohn auf der Flucht vor dem deutschen Piloten aus
letzte Kreuzzug in die 3, auch richtig gut gelungen. Die Figuren, man hat im Vergleich, die sind ja schon mal erschienen, ein bisschen überarbeitet. Kann ich euch auch irgendwann mal ein kleines Video zu machen, so ein bisschen zeigen, wie es aussah. Gibt so vieles, was ich machen könnte. Auch richtig cool, man kann eben halt die Szenen nachbauen, wie auch hier diese Tunnelszene, indem man die Flügel abnehmen kann. Da stelle ich doch mal oben drauf. Ihr seht, es wird voll. Und die nächste Szene von Indy aus Jäger des verlorenen Schatzes ist da, wo die Bundeslade gefunden wird, mit Sala und mit Baron Ravenwood. Auch richtig cool. Die Quelle der Seelen. Diesmal ist es der Ausbruchsort. Wenn interessanterweise vom, also hier mit den Statuen, die zusammenbrechen, wo er durch die Wand dann bricht, um zu entkommen. Richtig interessant, denn das erste Set, wo es zum ersten Mal von Indiana Jones oder Lego Indiana Jones gab, ist die Szene, wo sie direkt die Bundeslade ausgraben. Also richtig interessant, wie ja, sich das ergänzt, sage ich mal so. Ja, ihr seht, es ergänzt sich auch hier ganz gut, indem es randvoll wird. So, von Lego habe ich jetzt noch eine Sache, die habe ich auf der Tankstelle mitgenommen. Ja, was nimmt man auf der Tankstelle mit Lego mit? Eigentlich nur ein Lego-Magazin, und zwar das Lego Batman Magazin. Ich fand es klasse, weil das der Tumbler dabei, hat mich 4,99 € gekostet. Wahrscheinlich habt ihr auch irgendwo schon mal gesehen, dass ich in einem Flohmarkt-Pickup-Video, das habe ich vorher aufgenommen, hat mein Bruder den auch nochmal mitgenommen. Hier ist die Tüte, denn ich habe das Lego Tumbler Modell auch gebaut. Fand ich richtig cool, richtig gut gelungen, richtig gut. Deswegen wollte ich es auch haben, hat über 50 Teile, was ja schon sehr viel ist, und ja, sieht auf jeden Fall cool aus. So, ihr seht, es wird zu voll hier auch. Das nächste ist eine Sache, wie gesagt, das ist ein, erzählte ja, dass mein Bruder lange vorbestellt hat, und genauso auch diese Figur, die ich euch jetzt zeige, die hat er vor einem halben Jahr, vielleicht sogar schon ein Jahr, vor über einem Jahr bestellt. Er wusste aber nicht, dass sie so groß ist, weil sie damals keine Maßangaben hatten. Vielleicht wussten sie es selbst noch nicht, und der Preis war fair in dem Preissegment, aber sie ist doch ein Tick größer, als er gedacht hat. Von Star Wars, und zwar ist das Bastilla Sean aus Knights of the Old Republic. Auch eine richtig coole Figur. Ich weiß gar nicht, ob man sie so richtig gut sehen kann. Ausgepackt ist sie noch nicht. Hier könnt ihr sie auch noch mal sehen, wie sie aussieht. Richtig cool. Da ich hier überhaupt keinen Platz auf dem Tisch habe, werde ich die jetzt erstmal wieder den Boden stellen. Denn es wird hier voll, und ich, wie gesagt, weiß gar nicht, wohin sonst mit den ganzen Sachen. Ja, also eine schöne Star Wars Figur kam, und weiter geht es jetzt auch mit Star Wars Figuren, die kamen von Hasbro Pulse. Da kamen einige Figuren, und ja, die klassischen, da greift man irgendwie zu. Hier haben wir Klon Captain Hauser. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Es ist schon so viel, auch richtig coole Sachen dabei, genauso wie jetzt hier. Was haben wir hier? Darth Vader mit abnehmbarer Helm aus Rückkehr der Jedi-Ritter. Auch richtig gelungen sind die heutzutage. Also wesentlich mehr Extras, wesentlich mehr Möglichkeiten, die so ja, in die Rahmen einzuflechten. Also eigentlich manchmal gar nicht zum Spielen so irgendwie wirkend, sondern mehr für die Vitrine. Gut, dann die nächste Figur, auch ein Klassiker von Return of the Jedi, Han Solo. Der darf da auch nicht fehlen, auch richtig schön gelungen. Ich liebe auch immer diese alten Packages. Das ist ja wirklich so aufgebaut, wie ich auch in den Anfang der 80er Jahren die Kenner Star Wars Figuren kannte, auch wenn die heutigen Figuren wesentlich besser sind, aber dieses Design, das ist so kultig, das macht es einfach aus. Ich wünschte, von Transformers wäre das auch noch so, das ist leider nicht mehr ganz der Fall. So, welche Figur haben wir denn hier noch gefunden? Aus The Bad Batch, Hunter, auch eine richtig geniale Figur. Überhaupt auch eine geniale Serie, kann ich euch nur ins Herz legen, und jetzt bald kommt ja Ahsoka, da freue ich mich auch schon drauf. Also, richtig genial. So, weiter geht es. Hier haben wir auch aus The Book of Boba Fett, Boba Fett im Tastengewand. Schön hier mit Stoffmantel sogar. Richtig cool. Richtig cool.
Ja, das sind sozusagen ja die Erstauflagen dieser Figuren, wenn sowas ja schon fast im Endeffekt eine Neuauflage ist, eine abgedatete Auflage. Aber ich finde dieses Design mit den Bildern, das ist so genial kultig. Wahnsinn. Macht es auch richtig Spaß, das irgendwie zu sammeln. Die werden nicht ausgepackt, nein, die werden so gesammelt und wenn wir mehr Platz haben, kommen die auch in die Vitrine. Ich erwähne es nur nochmal. Ja, dann das hat mein Bruder sich zugelegt. Ich habe aber mir auch zwei Figuren zugelegt, die zeige ich euch jetzt. Gab es auch Basketballs, das sind aber im Retro-Design. Ich weiß gar nicht, ob die damals zum Kinostart rausgekommen sind, sozusagen Wiederauflagen. Die haben einige wieder aufgelegt von Indiana Jones. Hier haben wir Henry Jones Senior, Sean Connery. Allein wegen dem Artwork hier mit dem Regenschirm und einfach nur kultig. Und ich dachte mir, da musste ich eine Figur haben. Wie gesagt, von Indiana Jones hat man sonst nicht so viele. Ich lege sie erstmal so hin. Weil hier kommt jetzt noch einiges an Sachen und das. Ich kann es nur fürs Endbild nachher sozusagen für den restlichen Überblick nochmal auseinandernehmen. Genauso wie hier, passend dazu, habe ich mir zugelegt, hat sogar ein Action-Feature, glaube ich, wenn ich es richtig sehe. Indiana Jones selbst aus Teil 3 auch richtig cool mit Gral dabei. Fand ich richtig klasse. Hier könnt ihr hinten auch nochmal sehen. Es gibt auch Sala, aber ich wollte mich auf Indy und Vater beschränken. Ich hatte euch, glaube ich, vor einiger Zeit mal den Indiana Jones aus Teil 1 gezeigt. Den fand ich auch sehr klasse. Von Teil 3, auch mein Lieblings-Indiana Jones-Film nach 1, ja, musste der einfach sein. Hier ist leider so ein leichter Crack, so ein Druck-Crack drauf von dem Logo, aber es geht. Sonst richtig gut. Ja, und das war auch schon die Sache mit Toys. Und jetzt kommen wir zu Mangas und Büchern, denn da kam auch einiges hinzu. Ja, es hat sich jetzt mal wieder angebahnt, weil Mangas, muss ich sagen, kommt nicht so viel. Ich lese ja auch jetzt mal ein paar Standardserien eigentlich mehr. Aber es haben so ein paar Sachen sind gekommen. Eine Enttäuschung, gebe ich zu, ist auch dabei, weil ich dachte, es ist besser als, es war besser angekündigt. Sagen wir es mal so. Es war besser angekündigt und zwar habe ich hier vom Carlsen Verlag, ich glaube, ich habe jetzt nur vom Carlsen Verlag Mangas, ansonsten qualitativ hat das auch damit nichts zu tun. Und zwar habe ich mir Toriyamas Shorts zugelegt. Das Buch, es hat auch nur 10 Euro gekostet, der Short Stories, das im Massive Design von Akira Toriyama, aber es beinhaltet Wonder Island, Dragon Boy und Gogo Akman. Das war im Endeffekt nicht so beworben worden. Es haben von 9 Short Stories jetzt in Veröffentlichung gesprochen und haben aber vorher leider nicht, ich habe es vorbestellt gehabt, erklärt, dass es ältere sind. Also ich habe es nicht rauslesen können, das kam erst später und dann hatte ich leider keine Möglichkeit mehr zu stornieren. Hier steht Short Stories 1 bis 3, die hatte ich so schon zugelegt mir. So ist das doppelt und ich überlege, was ich damit mache. Wenn wir nämlich mit auf eine Börse und verkaufe es für einen Zehner, auch für den, was ich es gekauft habe, wahrscheinlich probiere ich das, weil zurückgeben konnte ich es leider nicht. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert, weil ich das hatte. Ansonsten großartige Geschichten, kann ich euch nur empfehlen. Also das ist so Akira Toriyama-Humor, wenn man ihn kennt, so Dr. Slump. Dragon Ball ist ja mehr der Action-Part, auch wenn man viele Anleihen zu Dragon Ball findet, weil das sind so Geschichten, die davor entstanden sind. Man kann es eher mit dem Anfang, mit der ersten Erzählstruktur von Dragon Ball sehen, wie Son Goku sozusagen mit Bulma die erste Mal die Dragon Ball sucht, dann auch Yamcha kennenlernt und im Endeffekt, ja, gegen die Red Ribbon Armee noch, ja, kann man so sagen, so die ganze Red Ribbon Armee Sache spiegelt sich hier und da immer noch mal wieder. Erst später, wenn die Turniere und die direkten Kämpfe losgehen, das ist dann nicht mehr der Fall. Naja, gut. Auf jeden Fall neu in meine Sammlung mussten sein, weil ich die vorigen Nummern gelesen habe. Gut, ist noch sealed, ist noch nicht gelesen, wird aber demnächst Killing Bites 18, auch eine Serie, die ich gerne lese. Habe ich gerade gestern Abend abgeschlossen. 104 oder Band 104 von One Piece. Der finale Kampf gegen den Kaiser Kaido. Richtig spannend. Mal sehen, wie es da weitergeht. Da kommt ja noch einiges. Also ich bin mal echt gespannt. Die beiden jetzigen habe ich noch nicht gelesen. Für mich als Fairy Tail Fan muss natürlich auch Fairy Tail
100 Jahre Quest, 100 Years Quest 12 sein. Und als Seven Deadly Sins Leser lese ich auch die Ablegerserie von Knights of the Apocalypse und das ist Band 5. Ja, habe ich noch nicht gelesen. Wird aber sein. Ja, das waren jetzt die Mangas, jetzt kommen Romane. Ich habe mir 2 James Bond Romane gekauft. Beziehungsweise ist es noch nicht nur die Romane. Ich habe auch noch 2 Playboys mir gekauft. Ja, ich habe mir Playboys gekauft aus den Jahren 83, 84. Da sind 2 Kurzgeschichten von James Bond veröffentlicht worden. Weil ich jetzt keine nackten Sachen zeigen wollte, zeige ich euch gleich, nachdem ich euch diese 2 Bücher gezeigt habe, ein Bild von den Playboys nochmal, wo ich so ein bisschen zensiert habe, das Ganze, weil da habe ich die Bücher dann auch eingeflochten, die ich gerade neu habe. Ich habe nochmal, das habe ich euch schon mal gezeigt, mir gekauft, James Bond, Nur der Tod währt ewig, liegt daran, dass es, ich es als Geburtstagsgeschenk gebraucht habe, einmal und inzwischen jetzt wieder oder wieder in meine Sammlung aufnehmen konnte dadurch. War nicht lieferbar, dadurch habe ich mein eigenes Exemplar benutzt. Das ist jetzt das für meine Sammlung. So, und das habe ich jetzt auch gerade abgeschlossen zu lesen. Ist ein ja, unterhaltsamer James-Bond-Roman, sehr klassisch. Von John Gardner sind die beiden übrigens. Und auch die Kurzgeschichten im Playboy waren von John Gardner. So wie ich mittlerweile mitbekommen habe, sind das Kurzgeschichten, die so aus den Romanen rausgenommen wurden. Aber irgendwie gehörten sie zu meiner James-Bond-Sammlung. Also, hier habe ich jetzt noch James Bond, Lasst niemals Blumen sprechen. Das sind übrigens beides Erstveröffentlichungen gewesen. Die Bücher wurden irgendwann nicht mehr übersetzt. Sie sind in den 90er Jahren geschrieben worden. Der Autor ist inzwischen auch verstorben. Und wir, wie soll ich sagen, wurde die Serie eingestellt im Heine Verlag. Und inzwischen hat der Crosscult Verlag sie übernommen. Kosten auch stolze 18 Euro. Ne? Das Stück, das finde ich, ist schon eine stolze Summe. Im Gegensatz zu 10 Mark sowieso. Trotzdem gut gedruckt und so weiter. Hier war es, Lasst niemals Blumen sprechen. Das ist sozusagen der, was für ein Band? Wo ist eine Nummer? Band 27, das war 26. Es gibt, glaube ich, noch 2 John Gardner, die im Laufe des Jahres 2023 erscheinen werden. Die werde ich mir auch noch zulegen. Damit hätte ich dann, glaube ich, James Bond von den John Gardner Romanen alle. Endlich, ich habe sie in Englisch mir mal gekauft, aber ja, fürs Regal und noch nie gelesen eigentlich. Doch einen habe ich gelesen im Englischen. Freue ich mich auch nochmal in Deutsch zu lesen. Ja, die kommen noch raus, aber die werde ich euch zeigen. Und wie gesagt, die beiden Bücher habe ich und die beiden Playboy-Ausgaben, die sind, glaube ich, aus dem Dezember 83 oder November 83 und Januar 84. Dort sind die beiden erschienen. Noch so ein paar Parallelartikel zu James Bond. Gar nicht so schlecht. Man liest ja die Artikel im Playboy, ne, Leute? Man liest die Artikel. Ja, gut, weiter geht's. Einen Roman habe ich mir noch gekauft. Leider auch ist es ein englischer Roman. Den gibt es nicht mehr im Deutschen, beziehungsweise die Serie wird nicht im Deutschen übersetzt endlich mehr. Das ist sehr traurig. Das ist einer meiner Lieblingsautoren. Ich lese sie immer ganz gerne zwischendurch nochmal. Ist ein Action-Autor. Diese Serie von ihm, die Kathleen Strong-Serie, es handelt sich um John Land. Hier habe ich John Land, ihr seht, ein Riesenbuch ist das. Strong as Steel hat jetzt hier noch weitere geschrieben. Strong Enough to Die, Strong Justice, Strong at the Break, Strong Vengeance und noch ein paar andere. Es sind inzwischen 9 Bücher, das ist, glaube ich, Band 10 der Reihe. Richtig spannende Bücher. Musste ich mir aus Amerika bestellen, habe mich um die 20 Euro hat doch 20 Euro gekostet, leider. Die waren noch mal günstiger, die Taschenbücher. Ja, also wie gesagt, muss ich noch lesen, freue mich auch drauf. Fühlt sich durch das Format vielleicht auch geschuldet. Na gut, auch über 300 Seiten, also ich komme mir kürzer vor. Einziger Manko, ihr seht es, das sind unsere deutschen Taschenbücher. Und das sind jetzt die englischen Taschenbücher, denn die sind in Amerika auf dem Trichter gekommen, die jetzt so groß wie ihre Hardcover zu machen, nur eben im Softcover. Ja, passt nicht in mein Regal, denn die anderen von ihm hier, von John Land, die anderen Reihe sind in dem Format ungefähr. Ja. Jetzt, ja, schaue ich in die Röhre, kann man so sagen, ne? Ja, was soll ich sagen? Es ist einfach so. Ich schaue in die Röhre. Auf jeden Fall sehr gute Romane von John Land, richtig viel Action, machen immer Tiere Spaß.
zu lesen. Er hat eine ganze Menge im Deutschen gebracht, auch die Blaine McCracken-Reihe von ihm, richtig klasse. Wer Action mag, sollte mal bei John Land reinschauen. Gibt es jetzt leider nur noch antiquarisch, aber lohnt sich. Ja, und nun überlege ich, was zeige ich euch als nächstes. Das nächste macht eine Hörspielkassette. Und zwar habe ich mir noch bei Kleinanzeigen eine Hörspielkassette gekauft zu Tim und Struppi. Habe ich hier. Endlich habe ich diese schwer zu findende, weil das ist die, ich zeige euch die Doppel-Hörspielkassette. Hier steht auch doppelte Spielzeit mit Schatz Brackhams des Roten und Geheimnis der Einhorn. Zugelegt, das ist eine Kassette, die nur beim Bertelsmann Club, glaube ich, rauskam oder Weltbild Verlag, einen von beiden, ist so nur dort erschienen und wer es da nicht bestellt hat, kriegt sie nicht. Dadurch ist die recht selten, wird immer teuer gehandelt und ich muss sagen, ich habe auch schon die vorige, die habe ich euch in einem anderen Video irgendwann mal gezeigt, echt lange gesucht, um sie zum guten Kurs zu kriegen. Ich habe jetzt hier 37 Euro inklusive Versand bezahlt. Da es nur zwei von diesen seltenen gibt, habe ich jetzt mal in die Tasche gegriffen. Den Unterschied machen auch die Kassetten, die sind hier schwarz, im Regulär sind die rot der normalen Serie und auch die Cover sind eben halt, abgesehen von vorne, das ist und gibt das ähnliche Design, sind hier jetzt weiß und hier steht es auch nochmal der Titel. Ja, hier steht auch Club Edition, also etwas ganz anderes. Das ist jetzt nicht im perfekten Zustand, ein bisschen ja, seltsam geknickt ist das Cover und die Kassette hat so ein paar, ja, der Druck ist nicht hier ganz mitgekommen, vielleicht sieht man das so ein bisschen hier beim Logo. Aber okay, der Preis ist okay, es geht meistens für das Doppelte die Kassette. Ja, aber so konnte ich die eben halt günstig kriegen. Damit habe ich meine Tim und Struppi Hörspielsammlung fast komplett. Mir fehlt noch eine Kassette, die Nummer 7 in der zweiten Auflage von Maritim. Also das ist die zweite Maritim-Auflage mit diesem Logo, mit diesem Style, Tim und Struppi-Logo, und zwar von Juwelen der Sängerin. Wer die abzugeben hat, gerne bei mir melden. Alle anderen habe ich, da brauche ich keine weiteren, die speziellen, die Sonderfälle, die beiden, das andere war, glaube ich, Krabbe mit goldenen Scheren und noch einem anderen, habe ich jetzt gerade auswendig nicht im Kopf. Und jetzt den habe ich ja. Also, in dem Sinne bin ich da vollständig. Ja, so toll kann es kommen. Ja, und jetzt habe ich nur noch Filme, die in die Sammlung gekommen sind. Vieles wurde auch abgegradet. Dieses leider nicht. Das ist jetzt eine DVD, die ich mir gekauft habe, weil es gibt die Serie nur auf DVD. Selbst im Fernsehen ist sie momentan noch nicht gezeigt worden, aber in deutscher Fassung haben sie die trotzdem auf DVD rausgebracht. Wurde, glaube ich, auf irgendeinen Sender gebracht. Ich fand sie schon immer gut. Ich gucke sie seit der ersten Staffel, aber die zweite ist die beste. Die dritte ist besser als die erste, aber kommt nicht an die zweite ran. Also, weil sie auch jedes Mal neue Charaktere haben in jeder Staffel und eine andere Zeit. Es handelt sich um mörderische Spiele von Agatha Christie. Das sind also Agatha Christie-Romane, neu verpackt. Das ist eine französische Serie. Diese Serie spielt jetzt in den 70er Jahren. Richtig klasse. Ich mag die Serie sehr gerne. Ist humorvoll, gut gemacht. Und das, man kriegt die jetzt auf dieser Edition. Die hat mich so um die 17 Euro gekostet. Ich habe sie neu gekauft. Irgendwann gibt es sie auch für einen Zehner dann wieder. Leider nicht auf Blu-ray. Das ist das Traurige. Aber es sind vier Filme dabei. 4x90 Minuten. Damit lohnt sich das auch. Die Serie ist eben halt 90-minütiger Teil. Das ist die dritte Collection davon. Die anderen habe ich euch auch mal gezeigt. Richtig tolle Filme. Ich freue mich da, dass ich die sehen konnte. Leider habe ich sie jetzt durch. Jetzt muss ich warten, bis vielleicht noch mal welche kommen. Also auf jeden Fall, die kann ich euch auch ans Herz legen. Eine richtig gute Serie. Ja, und jetzt kommen weitere Blu-rays, die sozusagen abgegradet wurden oder neu erschienen sind, im Angebot waren, was auch immer. Es ist auf jeden Fall normal gekauft. Ja, wir haben aber schon geguckt, dass wir nicht zu teuer sind. Ne? Teilweise auch, glaube ich, beim Prime Day genutzt. Wie jetzt zum Beispiel Batman. Die Remastered-Fassung von Batman von Burton, dann Batmans Rückkehr von Burton, dann Batman Forever und Batman und Robin. Ja, eigentlich nur wegen Batmans Rückkehr und Batman, denn die wollten wir nochmal upgraden. Die anderen Filme sind sozusagen Bonus jetzt dabei. Dann, weil wir auf dem Flohmarkt fast alle Filme von ihm gefunden haben und diesen Film, der war nicht dabei, von Bruce Lee, der Mann mit der Todeskralle. Ein Kultfilm, auch wenn er aber 18 ist. Ja, dann habe ich hier Klassiker, die wollte ich gerne in vernünftiger Qualität haben und habe die sozusagen abgegradet auch, beziehungsweise den einen Film, hier habe ich, glaube ich, nicht in der Sammlung gehabt.
weil ich ihn irgendwie nicht gekauft habe auf DVD. Aber hier habe ich das Geheimnis meines Erfolges mit Michael J. Fox. Absolut cool Film. Finde ich richtig cool. Genauso Michael J. Fox James Woods auf die harte Tour. Ein toller Action-Comedy-Film. Richtig gut. Habe ich sogar im Kino gesehen damals. Also kann ich euch nur empfehlen. Ja, habe ich leider nicht im Kino gesehen, die Filme, aber oft genug im Fernsehen, gerade den zweiten. Hier ist so ein Doppelpack, weil ich wollte eigentlich nur Spione wie wir haben, aber da ist auch Kettencheck drauf. Die sind auch wirklich auf beide auf Einzeldiscs. Also es sind sozusagen beide Versionen in einer vereint. Die kostet ja auch, glaube ich, um die 10 Euro nur bei Amazon. Einzeln bezahlt man bei allein Spione wie wir schon 30, 40 Euro. Somit musste ich ein Doppelpack nehmen. Eigentlich wollte ich nur den haben. Mit Kettencheck macht man nicht viel falsch. Ist eine sehr gute Komödie, auch mit Chevy Chase. Aber Spione wie wir, Dan Aykroyd, Chevy Chase, einer Film in meiner Kindheit. Ich gucke immer noch gerne. Ja, weiter geht es mit Filmen. Das sind jetzt schon teilweise modernere Filme. Die hat mein Bruder, glaube ich, bei Müller mitgenommen. Auch mit den Aktionen 4:3 oder 3 Filme für 15 Euro oder so war das teilweise, also richtig günstig. Da haben wir mitgenommen Marvel-Filme eine Menge, weil wir die in der Sammlung haben wollten, auch wenn die nicht so berauschend teilweise sind, wie jetzt Eternals. Ich fand ihn überhaupt nicht so gut, aber mein Bruder sagte, er will sie gerne in der Sammlung haben, also haben wir sie uns zugelegt. So, hier haben wir Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, kommt auch in die Sammlung. Ein Film, den ich persönlich sehr gut fand, nochmal gucke, und zwar Black Widow mit Scarlett Johansson. Geht's noch weiter? Ja, dann haben wir einen Film, der richtig klasse ist. Disneys Pixar-Film Lightyear. Auch richtig gut. Hier ein Klassiker mittlerweile, aber weil es die längere Cut-Fassung ist von Watchmen, die Wächter. Zack Snyder-Film. Richtig toller Superheldenfilm mit ernsteren Themen und ja, ein bisschen ernster einfach. Ja, dann auch Superhelden geht es weiter. Shazam, Fury of the Gods, der zweite Shazam-Film, finde ich auch richtig gut. Ich mag Zachary Levi. Und ja, dann haben wir hier einen Film, dessen Serie ich gerne mag, aber auch einen Film, den ich ja in der Blu-ray haben wollte. The Kingsman, The Beginning. Also der erste, das Prequel der beiden Kingsman-Filme, sollte auch in die Sammlung einfach. Ja, und die Sammeledition mit 2 Mini-Movies hier in Gelb, denn ich brauchte auch Minions auf der Suche nach dem Mini-Boss. Ich mag die Minions und auch die beiden Gru-Filme. Und der musste einfach sein. Das ist ja sozusagen das Prequel zu Ich einfach unverbesserlich. Und einfach klasse. Also Humor ist toll und ich mag die Figuren und ja, es hat Spaß gemacht. Der hat mir richtig, richtig Laune. So, es nähert sich langsam dem Ende. Ich freue mich jetzt auch schon fast das Ende zu zeigen. Jetzt habe ich hier noch Special Editions, 3 Stück. Die werde ich nicht auseinandernehmen. Das mache ich vielleicht in Einzelvideos nochmal, wo ich sie direkt vorstelle. Aber jetzt zeige ich euch die nur normal. Eine Edition, die ich auf jeden Fall nach dem Einzelvideo dann in Ruhe zeigen werde, aber ist auf Blu-ray hier. Mein Bruder wollte die ganz gerne haben. Wir haben da auf DVD einige Filme gehabt. Der erste Film ist absolut Kult. Den zweiten Film kann ich auch super empfehlen. Ist richtig unterhaltsam. Und zwar geht es um die Tremors-Filme. Der erste Film Im Land der Raketenwürmer mit Kevin Bacon und Fred Ward. Im zweiten ist nur Fred Ward dabei. Ist absolut Kult. Richtig, richtig lustig, kann man sagen. Es gibt insgesamt 7 Teile und eine TV-Serie übrigens, aber 7 Kino oder 7 Filme. Und diese Collection hat mein Bruder sich gerne zugelegt. Die ist auch sehr, sehr schön gemacht. Deswegen zeige ich sie vielleicht doch mal in einem anderen Kurzvideo. Aber hier einfach nur mal ein Upgrade auch für uns. Musste sein. Ja. Und weil ich auch Manga-Fan bin, das wisst ihr ja auch, habe ich mir noch 2 Special Editions von Kasee gekauft, von 2 Movies, die sie rausgebracht haben, auf Blu-ray in der Limited Collector's Edition. Da ist aber, glaube ich, auch die DVD bei. Und zwar habe ich hier einmal von Dragon Ball Super Hero. Den habe ich noch nicht gesehen, auch den anderen habe ich noch nicht gesehen. Auch die kann ich gerne nochmal auseinandernehmen. Da sind ein paar Extras drin, wie Postkarten und so weiter, Pub-Scans. Aber das mache ich dann gerne in einem Einzelvideo. Also richtig cool. Ich mag Dragon Ball.
Den habe ich noch nicht gesehen. Kann nichts dazu sagen, aber ich freue mich drauf. Ich habe noch nicht mal einen Trailer gesehen, ehrlich gesagt. Aber wollte ich gern haben. Genauso wie den habe ich auch noch nicht gesehen. Mir fehlt aber leider auch dafür die Ruhe, sage ich mal so. Manche Filme möchte ich einfach genießen. Da möchte ich nicht nur einfach sagen, ich habe abends zwar Zeit, dann gucke ich aber einen anderen Film. Ich möchte da wirklich, weißt du, vom Gefühl her, einfach den Genuss da haben. Und das ist der neue One Piece Film, One Piece Red. Richtig cool. Also gefällt mir wirklich super. Ja, auch wie gesagt, hier so eine schöne Box und da ist dann der Film drin. Und viele Extras, die können wir gerne mal in einem anderen Video auseinandernehmen. Ja, und wie ihr das jetzt seht, das sind die ganzen Pickups. Das ist alles neu in der Sammlung. Das ist schon wieder eine ganze Menge. Ein bisschen hatte ich ja dazu zu erzählen, auch nicht so viel sonst. Und ja, ich bin mal gespannt, was wiederkommen wird. Ihr müsst aber bedenken, es waren jetzt hier jetzt Sachen, die sich schon angesammelt haben auf 2 Monate. Insgesamt, auch wenn man vom letzten Pickup-Video bis zu diesem, das sind, ja, jetzt habe ich Juli, ich habe glaube ich für Mai zuletzt aufgenommen, also in dem Sinne, und die Mai waren ja eigentlich bis April die Sachen, also in dem Sinne kann man sagen, ist das über 2 Monate. Ja, ist schon einiges, aber was soll's. Wir sind halt Nerdies und lieben es, uns zuzuhauen, wie dem auch sei. Sammeln, liken, abonnieren. Nein, sammelt nicht. Ich sammle auch Likes. Ja, das sammle ich auch. Ich freue mich drüber. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Schreibt mir, was ihr davon haltet. Was ist euer Highlight? Also für mich bleibt es auch hier nicht nur die Indiana Jones Sachen. Gerade weil das ja für meine Sammlung ist. Ist natürlich das Tim und Struppi mein Favorite. Kann ich nicht anders sagen. Ansonsten, ja. Games wird, wie gesagt, ein Einzelvideo sein, wieder mal. Und wenn ich genug Transformers-Figuren habe, Transformers wird auch einzeln sein. Vielleicht mal kürzer, mal länger, das weiß ich nicht. Ansonsten, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffentlich wieder.